Und hier geht es wirklich Schlag auf Schlag. Direkt mein nächster Gast da, der Alex. Landschaftsfotograf, habe ich gerade eben gehört. Ja, korrekt. Das ist genau, was ich für meinen Lebensunterhalt mittlerweile mache. Ein bisschen ungewöhnlich vielleicht. Was genau fotografierst du denn in der Landschaft? Erzähl mal so ein bisschen was. Gute Frage. Also wenn ich jetzt einfach mal schaue, die letzten drei Trips, die ich gemacht habe, das war einmal auf den Färöerinseln, das war einmal auf Teneriffa für einen Workshop. Und dann war ich noch in Südafrika, / in Lesotho, genau auf der Grenzlinie unterwegs, wandern und da halt eben die Drakensberge fotografieren. Das ist eins meiner Lieblingsmotive. Sehr gut. Gibt es denn irgendwelche Landschaften, wo du sagst, da will ich unbedingt noch mal hin? Ich glaube, die Liste ist so lang, das würdest du nicht glauben. Ich kann mal so zwei, drei Sachen nennen, zum Beispiel die Aleuten, da würde ich gerne mal hin. Mhm. Das ist direkt am Meridian, also zwischen Alaska und Kamtschatka. So eine kleine Inselkette. Keine Ahnung, ich würde gerne mal nach Südgeorgien, also quasi in die Richtung Antarktis, die Kerguelen. Richtig cool. Ist es dein erstes Mal auf der Foto-Adventure? Nee, ich bin schon, jetzt muss ich gerade überlegen, 2018 war ich das erste Mal hier, 2019 war ich das erste Mal Referent hier. Dann habe ich die Corona-Jahre ja auch mitgemacht mit Workshops und sowas. Habe dann immer die Online-Seminare gemacht. Das ist dann jetzt, glaube ich, mein fünftes Mal oder so in den Dreh. Okay. Ja. Cool. Gibt es irgendjemanden, den du auf der Photo Adventure auf jeden Fall gerne dir anschauen würdest, jetzt als Zuschauer mal? Ja, auf jeden Fall. Also mein Kollege Bastian Werner ist ja jetzt auch hier. Mhm. Mit dem werde ich gleich sowieso noch mal Kaffee trinken gehen. Cool. Der schuldet mir noch was. Sehr gut. Und der hat ja auch einen Vortrag wieder zur Wetterfotografie. Mhm. Und der Mann ist ein unglaublicher Fundus an Wissen in allem, wenn es um Wetter geht. Der hat auch mit seiner eigenen App Viewfinder hier, glaube ich, einen Bühnenvortrag demnächst. Mal gucken, ob ich, wenn das nicht mit meinen Zeiten kollidiert, dann werde ich mir das auf jeden Fall auch angucken. Okay. Töfter Typ. Ja, sehr cool. Super. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Irgendwas, was du erzählen möchtest? Ja, also ich weiß nicht, du weißt es vielleicht, andere wissen es vielleicht noch nicht. Ich habe auch einen Podcast zur Landschaftsfotografie. Mhm. Wenn da vielleicht die ein oder der andere mal reinhören würde, würde ich mich freuen. Kann man einfach googeln, ist einfach der Landschaftsfotografie-Podcast, wo ich halt Kollegen einlage, unter anderem auch den Bastian, der heute hier ist, den Markus van Houten, der hier ist und viele andere, Chantal Lichtenberg, die hier für Benro arbeitet oder so, hatte ich auch schon im Podcast. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ganz interessant, da mal reinzuhören. Einfach nur Landschaftsfotografie-Podcast googeln, gibt es auf Spotify, iTunes und so weiter und so fort. Sehr cool. Und ansonsten natürlich deine Webseite anschauen, sag die noch. Genau, www.nicolasalexanderotto.net, leider ein bisschen lang. Macht nichts, ich glaube, ihr werdet das finden. Ich glaube auch. Cool, danke dir. Jo, danke dir.